Ich möchte heute über das Thema erkennen, verstehen, mit dem Herzen verstehen und so leben sprechen. Als ich 46 Jahre alt war, lief meine Praxis. Ich bin Zahnarzt, wunderbar. Ich hatte viel Geld. Reichtum wäre übertrieben, aber war nicht weit weg. Ich hatte Einfluss. Ich war Mitglied des Gemeinderats in Lenggries. Ich war Mitglied des Kirchenvorstands in Lenggries. Ich habe die Gruppe der Freien Wähler gerade kurz vorher in den Gemeinderat mit 5 Personen reinwählen lassen. Das war hauptsächlich meine Aufgabe. Ich hatte Einfluss. Nicht Macht, aber die Tendenz dazu. Und das Gefühl war nicht weit weg. Ich hatte eine hübsche Frau, 2 liebe Kinder und ich hatte das Gefühl, meine sinnlichen Vergnügungen sind befriedigt. Ich habe mir vorgemacht, ich bin ein Glückspilz. Und dann kam die Millenniumsnacht. Der Wetterbericht am Alpenrand war fantastisch. Es sollte ein klarer Himmel sein mit Sternen und es war ein wunderbares Feuerwerk zu erwarten, was auch so war in Lenggries. Und Birgit und ich, wir haben beschlossen, um das ganz toll zu toppen, dass wir zusammen mit einem anderen Zahnärzte-Ehepaar in ein ganz vornehmes Restaurant an Starnberger See fahren, um noch mehr Raketen zu sehen rundum am Seeufer. Wir fuhren dorthin. Die Gesellschaft war vornehm, sehr gesellschaftlich. Das Essen war vornehm. Die Tanzmusik war dezent und vornehm. Die Gespräche waren sehr gesellschaftlich und nicht wirklich mit tiefem Hintergrund. Ja, und das Ganze war sehr exklusiv. Direkt am Seeufer, eine sehr exklusive Geschichte. Um 10 Uhr zog der Nebel auf. Alle Gäste waren etwas enttäuscht, dass so viel Nebel da war. Um Mitternacht war sehr viel Nebel. Die Raketen wurden in den Himmel geschossen und verschwanden im Nebel. Man hörte es knallen, man sah immer nur den Start der Rakete und dann war ein Knall. Der Rest war Vorstellung. Aufgrund der Situation, dass alles so vornehm war, kam ich ins Sinnieren. Ich kann mir vorstellen, jeder von euch kennt solche Situationen, wenn man da so ins Sinnieren kommt. Bis dahin übers Leben nachzudenken. Und mitten in diesem Nebel habe ich einfach die Sinnhaftigkeit von plötzlich meinem ganzen Leben hinterfragt. Es kamen mir große Zweifel. Das Erste, was mich erschreckend gemacht hat, war, wo ist dein jugendlicher Idealismus geblieben? Wo sind die Pläne, die du mit 18, 20 und 22 hattest, die sehr weitfliegend waren? Wo sind die alle geblieben? Was dir bleibt heute ist, und ich nehme jetzt die Worte von Tai, Reichtum, Macht und sinnliche Vergnügungen. Und dabei habe ich gemerkt, dass eigentlich meine hübsche Frau Birgit so eine Tendenz hat, immer wegzulaufen von mir. Dabei habe ich gemerkt, dass meine beiden Kinder irgendwie Angst hatten vor mir. Aber das konnte ich bis zu diesem Augenblick total verdrängen. Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich auch nicht hochkommen lassen. Weil ich war ein Glückspilz. Eine wirkliche falsche Wahrnehmung vom Glück. Und in dieser Nacht wurde diese falsche Wahrnehmung vom Glück durch eine weitere falsche Wahrnehmung abgelöst. Und zwar dieser Wahrnehmung, ich werde nicht geliebt. Und da begann plötzlich eine Art bewusstes Leiden. Da kam Verzweiflung. Wo hast du dein Leben hingeführt? Niemand hat dich gezwungen. Außer die gesellschaftlichen Umstände, das weiß ich heute. Damals habe ich gar nicht gewusst, woher das kam. Ich hatte Angst, plötzlich zu verlieren. Die Liebe meiner Kinder oder meine Kinder, meine Frau, meine Mitarbeiter in der Praxis. Und ich fing an nachzudenken, wie kommst du da raus? Ich hatte schon das Gefühl, ich bin irgendwie mit dem Rücken an der Wand. Aber ich hatte das Gefühl, zwischen Rücken und mir ist noch Platz in dieser Millenniumsnacht. Aber es kam alles schon hoch. Da dachte ich,
Na ja, gut, du bist Kirchenvorstand, du hast hier erfahrene spirituelle Freunde in der Kirche. Du musst dich einfach noch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen. Du musst theologische Gespräche führen und da wird man schon wieder eine Basis finden. Der Ansatz war gar nicht schlecht. Ich hatte halt für mich Pech, dass ich leider Gottes in der Gruppe, die ich kannte und die mir nah war, nicht nur im Dorf, sondern auch im Landkreis bis hin zum Dekan, keine Unterstützung erhielt. Weil niemand verstanden hat, wovon ich eigentlich spreche. Du hast doch alles. Eine wunderbare Familie, genügend Geld, kannst dauernd in Urlaub fahren, kannst du alles leisten, man hört auf dich. Was willst du noch? Ich bekam kein Verständnis. Und damit hat sich das Leiden immer weiter runtergezogen. Es wurde immer stärker. Es wurde mir immer enger und ganz langsam ist es richtig verrückt worden. Ich werde nicht geliebt. Vielleicht kennt ihr das. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Ich habe mal so Leute gefragt und viele kennen das Gefühl. Vielleicht nicht dauerhaft, aber vielen ist dieses Gefühl bewusst. Ich habe auch mal gehört, das Gefühl, ich werde nicht geliebt, ist im Prinzip eine Neurose, die irgendwo jeden trifft, weil jeder noch mehr Liebe haben will. Ja, und aus dieser Neurose ist jetzt was ganz Schlimmes passiert. Jetzt habe ich versucht, mir Bestätigung zu holen, dass ich doch geliebt wäre. Von meiner Familie, von meinen Mitarbeitern. Und das hat das ganze Ding noch enger gemacht, weil die haben jetzt plötzlich eine Forderung gespürt. Vorher hatten sie wenigstens alle ihre Ruhe. Und ganz plötzlich wurde es hinter meinem Rücken immer enger und dichter. Ich denke, ihr könnt euch das ganz gut vorstellen, wie so eine Situation ist. Und einige von euch kennen solche Situationen. Ich hoffe nicht zu intensiv, ich hoffe nicht zu lang. Bei mir war es eine lange Zeit. Und nachdem Birgit bereits schon einige Bücher von diesem Schriftsteller mit dem völlig unaussprechbaren Namen T-H-I-C-H, das kann man gar nicht über die Lippen bringen, wie das losgeht, und drei Worte dann noch. Jeder von euch weiß, wen ich meine. Ich meine unseren geliebten Lehrer Thay, Thich Nhat Hanh. Die Bücher waren zu Hause und sie haben immer wieder eins gegeben zum Lesen. Und es lagen auf dem Nachttisch schon drei. Und ich habe ein kleines Büchlein gekriegt. Da hat er auch so manche kleine mit diesen kleinen Sprüchen, so eine Sprüchesammlung. Ich habe das alles ignoriert. Aber ganz plötzlich habe ich gespürt, da musst den Weg solltest du einschlagen. Da musst du was tun. Du musst mal Kontakt da finden. Und so landete ich im InterSign-Zentrum und lernte Ilosanas Mann, Karl Schmidt, kennen. Und in Gesprächen mit Karl stattete er mich mit zwei Weisheiten aus. Die eine Weisheit, ich weiß noch, das war zwischen den beiden Birken, war eine Bank. Ich war sehr verzweifelt. Und die erste Weisheit war, es ist, wie es ist. Ei, wei. Und er hat mir erklärt, es geht nichts verloren, denn alles ist ein geschlossener Kreislauf, ein holistisches System. Da kommt nicht dazu, da fällt aber auch nichts raus. Mein Kopf hat mal gesagt, das sind sicherlich zwei Weisheiten. Verstanden habe ich es nicht. Ich habe zu Karl gesagt, das kann ich gar nicht akzeptieren, weil wenn nämlich meine Frau mir davonläuft, da geht mir die verloren. Dann hat er mir noch einiges dazu natürlich gesagt. Es waren ja lange Gespräche. Ich war ja auch sehr verzweifelt. Diese beiden Weisheiten hat mein Geist aufgenommen und auch alles, was damit zu tun hat. Diese ersten beiden Gespräche mit Karl und diese Weisheiten haben mich sehr tief beeindruckt. Die haben mich so tief beeindruckt, dass ich eine Ahnung davon bekommen habe, einen Anker zu finden. Und somit habe ich die fünf Übungen der Achtsamkeit kennengelernt, sie für mich als eine wunderbare globale Ethik, die nichts mit Dogmen zu tun hat, die nichts mit Religion zu tun hat, sondern einfach nur mit dem Leben selbst kennenzulernen, immer wieder zu studieren, zu praktizieren. Und so wie Karl schön gesagt hat, sie irgendwo, sie für mich zu einem Nordstern zu machen. Ich habe begonnen, zu den Achtsamkeitstagen zu gehen,
Ich habe Kontakt zum InterSign-Zentrum gehalten. Und die 5 Übungen der Achtsamkeit, die ich doch sehr faszinierend fand, auch nach immer wieder Prüfungen. Ich bin ein struktureller, prüfender Mensch. Das macht mein Beruf als Zahnarzt. Das sind einfach Erbsenzähler. Ich muss in Dunkelheit mit Lupe schauen, dass das Inlay dicht ist. Das ist mein Job. Die haben standgehalten. Das war hilfreich. Das konnte ich erkennen. Ja, und dann begann plötzlich die Zeit, wie wir sie im Meditieren kennen, des Shamatha, des Zur-Ruhe-Kommens. Wenn wir einen Retreat machen oder wenn wir einen Achtsamkeitstag machen, dann ist eigentlich immer das Erste, dass wir zur Ruhe kommen und dann können wir weitergehen ins Tiefe schauen. Wir müssen erst zur Ruhe kommen. Wir müssen Stopp sagen. Und für mich begann diese Zeit der Shamatha, des Zur-Ruhe-Kommens. Und zwar mit dem Büchlein, ich pflanze ein Lächeln. War sehr entscheidend. Da geht es viel um Stopp. Ich fing an zu üben, Stopp zu sagen, für mich, mich runterzubremsen. Ihr braucht nicht glauben, dass mir das gleich gelungen ist. Heute bin ich 57, damals war Millennium und kurz danach. Ist ein langer Weg. Aber zumindest habe ich begonnen, diesen Weg zu beschreiten. Und mit diesem Stopp habe ich begonnen, ganz langsam, so wie es auch in den geführten Meditationen gezeigt wird, mal meinen Körper zu ergründen, da mal reinzuspüren und festgestellt, das war mir bis jetzt völlig gleich, was mit dem passiert. Der hat funktioniert, der war stark. Den konnte man belasten mit Alkohol und allem Möglichen. Der hat die Chance gehalten. Der hat auch nie um Hilfe geschrien. Ich habe mich mit meinen Gefühlen auseinandergesetzt. Was ist da? Das war ein harter Weg. Meine Gefühle habe ich nämlich nie angeschaut. Und da wurde es auch bitter, weil ich war ja vorher der Glückspilz. Das konnte ich mir ja ganz gut als falsche Wahrnehmung sagen, solange ich meine Gefühle nicht angeschaut habe. Ich habe auch meinen Geist angeschaut, wie unruhig der ist. Wie der turnt wie ein Affe. Hin und her, 1000 Konzepte, immer in der Zukunft, mit Plänen. Gut, wenn man selbstständig ist mit 46, ist das auch relativ normal. Es ist ja auch eine gewisse Existenzialität, wenn es einen kleinen Betrieb hast, Angestellte hast. Aber ich habe das meiner Meinung nach doch ganz schön übertrieben. Hadern mit der Vergangenheit, das kam da alles. Durch die Stoppsagen. Vorher war das nicht da. Es kam ganz neu. Und dann habe ich mir meine doch sehr verrückten geistigen Bilder angeschaut, von denen ich festgestellt habe, dass sie jetzt durchaus verschoben sind. Langsam, auf diesem Weg, stieg in mir Neugierde auf. Neugierde und Erkennen. Da sind wir bei dem ersten von meinem Titel. Neugierde und Erkennen, und hilfreich waren mir dabei die beiden Sutren. Das hat die Patthana Sutra. Das ist das Sutra von den 4 Verankerungen der Achtsamkeit. Da handelt es von Körper, Gefühle, Geist und geistigen Gebilden. Und das Anapanasati Sutra, das Sutra von den 16 Schritten des Atmens, die sind auch, haben wieder die Vierteilung. 4 mal 4 Teile die Körper, 4 Teile Gefühle, 4 Teile Geist und 4 Teile die geistigen Gebilde. Und ihr kennt viel von den geführten Meditationen, Tiefenentspannung, den Kontakt zum Körper suchen, den Körper beruhigen, Bewusstheit auf den Körper zu legen, den Kontakt zu den Gefühlen zu suchen, die Freude und das Glück, das ist der Schritt 5 und 6, zu bewässern, anzuschauen, was ist da noch und so weiter. Den Geist anzuschauen, der unruhig ist, den Geist zu beruhigen und dann geistige Gebilde anzuschauen, wie zum Beispiel die Akzeptanz der permanenten Veränderung, die Akzeptanz des Loslassens und so weiter. Ich habe mich weiter beschäftigt mit den 8 Ebenen des Bewusstseins, also der buddhistischen Psychologie. Ich habe einen Retreat bei Karl gemacht. Da gibt es das schöne Buch Aus Angst wird Mut mit den 52 Versen. Wo man dann, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Speicherbewusstsein kennenzulernen, das Geist- und Tagesbewusstsein kennenzulernen,
Die Sinnesbewusstseinsebenen, das sind fünf, eben, ihr kennt das vom Prajnaparamita und viele von euch kennen es, eben Auge, Ohr, Geschmack, Gefühl und Geruch, das sind fünf, der Geist ist das sechste, das Tagesbewusstsein, Speicherbewusstsein und dann unser Denkbewusstsein. Und speziell das Auseinandersetzen mit diesem Denkbewusstsein, das ja diesen Affen in der Unruhe macht, das war für mich sehr spannend. Und nachdem ich immer gern mit Psychologie auch früher, wie ich noch sehr jung war und sehr idealistisch auseinandergesetzt habe, das habe ich nämlich dann für 20, 30 Jahre fast eingegraben, war das also eine hochinteressante Geschichte. Und ganz langsam habe ich gespürt, ich verstehe was. Da kommt was auf, ich verstehe was. Ich habe jetzt viel gelesen und es war auch so, da war Verstehen schon im Kopf da. Dadurch, dass ich sehr viele Bücher gelesen habe um das Ganze. Und dann habe ich irgendwann in der InterScience-Zeitschrift gelesen, ich glaube Madeleine, von dir war der Artikel über deine Hospizarbeit. Ich glaube, du hast mal über Hospiz geschrieben. Das hat mich sehr beeindruckt und ich habe auch, Elvira macht das ja auch, habe dann auch da mal gefragt, weil das für mich eine völlig nicht nachzuvollziehende Geschichte war. Warum macht man sowas? Warum begibt man sich dahin? In derselben Zeit habe ich mich auch schon mit den 14 Übungen auseinandergesetzt und da ist die vierte, dass ich mich hineinbegeben muss in das Leiden. Das war eine Übung, da wusste ich überhaupt nicht was. Was tut die da? Was ist denn daran so wichtig? Gerade derzeit mache ich eine Erfahrung, das ist sehr erstaunlich, weil ich das nicht erwartet hätte. Meine Tochter Angela hat also jetzt dieses Jahr Abitur gemacht. Das stressige Abitur, nämlich das achtjährige. Das ist ja genau 3 Tage nach der letzten schriftlichen Prüfung und 14 Tage vor ihrer mündlichen Prüfung eine Arbeit begonnen. Da war der 1. Juni und sie hat am 1. September wird sie studieren anfangen und sie hat eine Arbeit begonnen für 3 Monate, jeden Tag 8 Stunden, Dienstbeginn in der Früh um 6, in einer Reha-Klinik in der Geriatrie mit sind alles Leute, die in Rollstuhl fahren. Sie betreut da 14 Menschen, die müssen in der Früh erstmal gewickelt und gewaschen werden. Die müssen gefüttert werden. Es ist kaum einer dabei, der selber essen kann. Die müssen durch den Tag durch, immer wieder, weil sie sich übergeben, wieder gewaschen werden und wieder gewickelt werden. Dann muss man da ja noch die Blutwerte messen und so weiter. Und ich war sehr erstaunt, weil sie mit diesen Dingen meiner Erfahrung nie was zu tun haben wollte. Es war immer alles, was so menschelt, war ihr unangenehm. Und sie macht derzeit eine Phase durch, sie ist so glücklich wie noch nie. Und das Abitur war ihr so egal. Sie hat das Abiturzeugnis bekommen und der Name K. Kölfel ist in der Mitte und danach, kaum hat sie das Zeugnis in der Hand gehabt, hat sie das Mama und mir in die Hand drückt, samt den Blumen und hat gesagt, du, ich muss jetzt in die Arbeit. Und weg war sie. Und jeder hat uns gefragt, ja, wo ist denn die Angela, warum ist denn die so früh gegangen, danach ist Empfang und so. Ja, sie ist in der Arbeit. Und für mich war es halt so, es gibt sicherlich, Kontakt mit Leiden kann man überall suchen, es gibt viele hungernde Menschen auf den Straßen. Ich habe das Leiden kennengelernt in Vietnam, weil mich Karl dorthin mitgenommen hat. War ganz schön heftig, obwohl ich in der dritten Welt schon sehr viel gereist bin, und fast alle Länder Asiens besucht hat, viele Länder Afrikas besucht hat und Südamerikas. Aber ich habe halt die Armut immer ausblockt. Da war ich ja ein Weltmeister, wie ihr ja schon gehört habt. Ich habe das einfach nicht gesehen und nicht wahrgenommen und mich schon gleich damit überhaupt nicht identifiziert. Und da konnte ich, und so kenne ich das auch von vielen Menschen, die in so armen Ländern leben, also zum Beispiel meine Frau, die in Guatemala aufgewachsen ist, nach dem Erdbeben, die hat gesagt, naja, da sind die Verhungerten auf der Straße gelegen und die waren tot und wir sind da drüber gestiegen und sind zum Einkaufen gegangen. Und das hat überhaupt niemanden irgendwie beeindruckt. Also man kann schon ganz toll ausblocken und Zustände wären normal und ich blende das aus. Wir machen es im Kleinen ja auch.
wie viel blenden wir aus, was da ist, einfach um unseren Weg zu gehen. Und da kann man auch krasse Dinge ausblenden. Ich habe in Vietnam wirklich Hunger kennengelernt. Kinder, die abends weinen anfangen, weil sie nichts zum Essen haben. Unendlichen Dreck. Katastrophale Krankheiten. Eine Fotosammlung und auch in Realität Menschen, die aussehen, wie wenn sie ins Gruselkabinett gehören. Also das ist, man kann sich gar nicht vorstellen, wie so Behinderungskrankheiten, speziell durch das Agent Orange, Menschen entstellt. Die schauen aus wie Monster. Und was ich da alles gesehen habe, das ist, ging tief ans Herz und war auch bis zum heutigen Tag eigentlich immer wieder an der Grenze, wo wir dann auf den Reisen einfach nicht mehr weiterkommen. Und Gott sei Dank hat auch Karl das mir immer wieder gesagt, hat gesagt, da gibt's Tag, da fangst einfach nur noch plötzlich das Weinen an. Und dann lasst es einfach. Und dann macht man einen halben Tag was anderes. Wir müssen ja stark sein. Er hat es auch mal in einem Vortrag gesagt, kann ich mich gut erinnern. Und wenn du die Kraft und die Stärke nicht hast, das auszuhalten, dann kannst du da nichts mehr machen, dann bist du hilflos. Also haben wir solche Tage, war auch jetzt wieder auf der Reise. Und wenn dann einer anfängt, dann haben wir dann halt plötzlich, also Jan hat nicht mitgeweint, aber wir vier haben alle mehr oder weniger gleichzeitig das Heulen angefangen, haben uns ins Hotelzimmer zurückgezogen und haben dann erstmal den Tag abgebrochen, weil wir einfach dem Leid nicht mehr standhalten konnten. Aber was da ist, ganz plötzlich ist, dass du spürst, wenn du an diesem Leid dran bist, dass du eine ganz andere Verbindung zu Glück bekommst. Das war für mich eine ganz grandiose Geschichte. Ich habe mich in der Zeit intensiv mit den vier den Wahrheiten beschäftigt. Die Wahrheit vom Leiden, die Wahrheit von der Ursache des Leidens, die Wahrheit, wie man das Leiden überwinden kann und der Weg dazu, der edle achtfache Pfad. Und habe da plötzlich gemerkt, Mensch, früher war das immer so, wenn da wirklich ein Zustand war des echten Glücks, dann hast du dich so trampelig benommen, dass du dieses Glück sofort kaputt gemacht hast. Mir ist es immer, ich habe mir ja wohl vorgemacht, ich bin Glückspilz, weil ja alles so toll alles gestimmt hat. Aber wenn ich wirklich innerlich tiefe Freude und tiefes Glück verspürt habe, dann habe ich das hundertprozentig geschafft, dass ich das innerhalb von kürzester Zeit kaputt machen konnte. Und es wurde das Glück sehr leidvoll. Und mit Leid konnte ich sowieso nicht umgehen. Wie ich aber gelernt habe, mit Leid umzugehen, mit der Zeit, habe ich ganz plötzlich gemerkt, ich kann auch mit Glück anders umgehen. Und ganz plötzlich sind mir diese Glücksaugenblicke nicht mehr wie Wasser zwischen den Fingern davon, sondern ich konnte sie einfach genießen. Ich musste sie nicht halten. Aber sie waren da. Es war wunderschön. Und dann sind sie verflossen, aber nicht abgelöst worden gleich durch Leid, weil es jetzt vorbei ist. So wie ich das vorher kannte. Glück und Leiden gehört zusammen. Ohne Leiden gibt es kein Glück und ohne Glück gibt es kein Leiden. Das gehört zu unserem Leben und zum Leben dazu. Und man muss mit beiden tief in die Verbindung gehen, um wirklich, und das wollen wir ja, in Glück und Freude zu leben. Letztendlich ist das der Sinn, warum wir alle hier sitzen, weil wir uns da einen Weg suchen. Und der führt darüber. Und der Buddha hat schon gewusst, der Buddha hat, wie er jung war, in Reichtum gelebt am Palast. Er hat Freundinnen gehabt. Er hat es wirklich sausen lassen und brausen lassen mit allem. Und wie er gesehen hat, das führt nicht wirklich zum Glück. Dann hat er sich kasteit, hat gehungert, hat sich zurückgezogen in die Einsamkeit und auch da festgestellt, dass mit diesen Dingen es auch nicht geht und dass es nur über den mittleren Weg geht. Und deshalb die erste Lehre, das war der Weg der Erleuchtung, diese vier Wahrheiten. Und da begann ich das zu verstehen. Und auch habe ich gemerkt, dass die Lehre des Buddha überhaupt gar keine Leidenslehre ist, wie viele behaupten, sondern dass diese Wahrheiten, die darum gehen, die erste, da ist Leiden. Ja klar, lass da Leiden sein, aber aus dem entwickelt sich Glück und ich muss die Ursachen minimieren. Und es gibt einen Weg. Es gibt den Weg und der beginnt mit der rechten Ansicht. Und am besten ist, die rechte Ansicht ist keine Ansicht.
Auf jeden Fall nicht die rechte Ansicht bei mir, die tollsten sind die Freien Wähler und die anderen müssen wir jetzt zusammenhauen und der Bürgermeister. Es hat sich so viel Aggression in dem Wahlkampf entwickelt, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Dieser Wahlkampf hat mich wirklich kaputt gemacht, innerlich. So kaputt gemacht, was sich nachträglich herausgestellt hat, dass sich die Menschen, die mich lieb hatten, einfach von mir weg bewegt haben, weil ich so gefühlslos war. Ich habe mir künstliche Feindbilder aufgebaut, Intoleranz und all diese Dinge. Und natürlich Dogma. Und das hat mich dann richtig hineingeschoben. Es war genau das Gegenteil von der rechten Ansicht, nämlich keine Ansicht und nicht festhalten an Ansichten. Und auf der Basis eben dann dieses dreifache Tun. Das Denken, das Sprechen und das Handeln. Und das ist eine sehr spannende Geschichte. Erst habe ich mir das rückwärts angeschaut. Das Tun. Was habe ich denn da getan, in Gedanken, in Worten und in Werken, was mich so an die Wand hinbracht hat? Und dann habe ich gemerkt, Mensch, wenn du das jetzt änderst, weil ich ja schon im Verstehen schon so weit bin, der Kopf hat mir schon gesagt, da ist was, da musst du. Da habe ich schon gemerkt, ein bisschen was ändert sich, ein bisschen was. Und ich habe dann eben auch gelernt, dass dieses dreifache Tun Wirkungen zeigt. Und diese Wirkung nennt man Karma. Also Karma ist nicht Schicksal, das kommt nicht von außen, wie ein Blitz oder sonst irgendwas. Und der Blitz kommt auch nicht von irgendwoher, sondern auch der hat Ursachen. Es ist eine Wirkung und eine Karma ist eine direkte Wirkung von diesen dreifachen Aktionen, von einem selbst, aber durchaus natürlich auch von der ganzen Ahnenenergie, die wir in uns haben und der Landesenergie. Also kommen schon mehrere Dinge zusammen. Ich habe nicht unbedingt alles nur ganz alleine im Griff, so wichtig bin ich nicht. Ich bin ein ganz kleines Teilchen in einem riesengroßen Baum und da kommt viel zusammen. Aber es ist immer wieder diese dreifache Aktion, das Denken, das Reden und das Handeln. Und aus dem Grund wird das ja auch in den Achtsamkeitsübungen so hervorkommen. Da müssen wir uns auseinandersetzen, um dann für uns eine positive Wirkung zu erzielen. Ja, verstehen war da. Das habt ihr jetzt gehört. Aber irgendwie habe ich gespürt, es ist ganz schön mühsam. Schwer. Richtig schwer. Der Weg zum Glück. Davon habe ich da, obwohl ich jetzt schon so viel gelesen habe, eine Ahnung gehabt, aber warum passiert denn das bei mir nicht? Warum lächelt denn Thai immer so? Im Monastik lächeln alle. In Vietnam. Die Leute, die da wirklich den Weg schon lang, lang gehen, lächeln. Viele in der Sangha lächeln. Und ich lächle, ich grinse. Das war kein Lächeln. Das war kein Halblächeln. Das war halt ein Grinse. Gegrinse. Schon irgendwo erfreut, dass ich da bin. Aber eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Heute weiß ich, dass es auch das nicht war. Was hat mir gefehlt? Mir hat etwas ganz, ganz Wichtiges gefehlt. Ich hatte einfach schlichtweg überhaupt gar keine Ahnung, was bedingungsloses Mitgefühl, was bedingungslose Liebe ist. Das ist der Grund, warum wir heute mit dieser geführten Meditation begonnen haben. Da ging es um dieses bedingungsloses Mitgefühl. Und davon hatte ich zu diesem Zeitpunkt immer noch keine Ahnung. Da war noch viel zu viel Forderung und viel zu viel Ich und Ego und alles da. Problem war, da ist eine Situation im Außen gekommen, irgendeine, die ein bisschen schwierig war. Und bumm, war es aus mit meiner Stabilität. Dann bin ich umgefallen. Dann kam es vielleicht nicht ganz so wild und krass wie vorher. Es sind nicht solche Irrsinnszornesausbrüche, die ich jetzt habe, war nicht mehr da. Und cholerisch bin ich auch nicht mehr geworden. Das war ich nämlich mal im höchsten Maße. Aber Gleichmut war längst keiner mehr da und Ärger war schon ganz schön hoch. Und laut bin ich auch geworden. Und das war diese Geschichte, wo ich gemerkt habe, das Ganze ist noch instabil, sehr instabil. Aber auch da hat Karl immer so tröstend gesagt, wisst ihr was? Und ihr habt ja euren Nordstern und ihr habt euer Geländer. Und wenn er hinfällt und wenn er richtig auf die Knie fällt und wenn es richtig blutet, dann braucht ihr nur eins. Ihr braucht die Bemühung drum,
Damals hat er von Tatkraft gesprochen. Ich sage das Wort jetzt nicht mehr so gern. Das klingt nämlich so vehement. Und ich war so tatkräftig, dass mir das Wort Bemühung sehr viel besser gefällt als Tatkraft. Nämlich die Bemühung, dran zu bleiben und das Geländer wieder da zu nehmen, mit blutenden Knien aufzustehen und weiterzugehen. Und wie ich entdeckt habe, langsam auch Zeit zu haben. 2006 hatte ich mit Ilona mein Gespräch in Plum Village. Da hat sie mir mal gesagt, ja Christian, ich schaue dir schon so aus, verstanden hast du eine ganze Menge, aber brauchst nicht meinen, wenn du das verstehst, dass das schon gelangt. Da haben wir gedacht, Mensch, das Kind ist sowas Blödes. Das mache ich ja so lange hin. Kann doch nicht sein. Ja, und dann ist, jetzt machen wir nochmal eine Glocke, um zum Atmen zu kommen. Aber so nach Erkennen und Neugierde und Verstehen ist schon langsam feldbereitet worden. Und ganz langsam ist die Zeit reifer geworden, wirklich tiefer diese Sachen anzuschauen. Die Qualität der Meditationen sind tiefer geworden. Es ist auch tiefer geworden, das Verständnis für die Vorträge, die gehalten worden sind. Ich habe festgestellt, dass ich nicht mehr so viel überhöre wie vorher. Auch vor allen Dingen, wenn man sich einen Vortrag zu Hause dann wieder anhört. Da habe ich am Anfang immer festgestellt, dass ich vielleicht ein Fünftel von dem aufgenommen habe und vier Fünftel weg waren. Obwohl ich meine, habe ich aber alles gehört. Und da habe ich gemerkt, das reduziert sich. Es ist viel mehr da. Es ist auch viel mehr bekannt worden. Und ich bin auch fest davon überzeugt, von dem, was ich hier erzähle, obwohl es ja meine ganz ureigene Geschichte ist, dass sich viele von euch genau in dieser Geschichte genauso finden und die kennen. Ja, und dann ist für mich was ganz Wunderbares gekommen, nämlich dieses Rad des Lebens. Ich habe das auch hier mal vorgestellt, eigentlich fast in zwei Vorträgen schon mal hier vorgestellt. Diese 12 Glieder des Entstehens in wechselseitiger Abhängigkeit. Und das habe ich mir für einen sehr, sehr langen Zeitraum, sprich eigentlich 2 Jahre, zum fast einzigen Meditationsthema gemacht. Ich habe damals, wie ich 2006 mich vorbereitet habe auf die Übertragung der 14 Übungen, mit Karl auch diesen Punkt besprochen und habe ihm gesagt, ich verstehe das nicht und er sollte mir doch bitte erklären. Und dann hat er mal gesagt, hat er mich so angelegt und hat gesagt, du Christian, ich habe da auch schon ein Retreat gehalten, hatte aber das Gefühl, dass die meistens nicht verstanden haben und aus dem Grund, ich erkläre es nicht, da kommt einmal eine Zeit, dann wirst du es kapieren, weil das ist ganz schwer wirklich zu verstehen. Du kannst das mechanisch machen, aber dann hast du es nicht verstanden und so kannst du es auch im Buch lesen. Aber wirklich verstehen, das ist ganz schwierig rüberzubringen. Aber das war sehr unzufriedenstellend, weil ich habe hier dieses Buch, das Herz von Buddhas Lehre, da hat er gesagt, das muss ich eigentlich auswendig können. Ich konnte es auch fast auswendig und dann sind die letzten Kapitel gingen über diese 12 Glieder. Und das war das Einzige, was ich auslassen habe. Ich habe es echt nicht kapiert, wo soll das hingehen und was will das Ganze? Nur ganz kurz, weil das ist mehr wie 2 Stunden Vortrag. Es geht darum, dass man davon ausgeht, dass unser Leben einfach basiert auf Unwissenheit. Und durch diese Unwissenheit machen wir haben gerade von der dreifachen Aktion, wird man sehr aktiv und macht, handelt einfach schlichtweg falsch. Handelt, reden, denken, das läuft einfach unachtsam. Unser Bewusstsein ist wirklich wie ein wilder Affe. Alles, was ich da hatte, ich habe mich sofort wieder gesehen. Der da in den Bäumen schaukelt, und so wird es auch gerne auf diesen Mandalas aufzeichnet, das Bewusstsein ist ein Affe in den Bäumen, der einen permanent, wenn man sich hinsetzt und Stopp sagt, da rumturnt und wirklich wilde Sau spielt. Körper und Geist rudern in völlig 2 Richtungen, wie ein Ruderboot, wo 2 Ruderer sitzen, die sich anschauen und jeder macht so. Das Boot kommt nicht vorwärts. Auch das kannte ich, der Geist war da, der Körper ist da. Ja, wie bringst du jetzt das zusammen? Ich habe mich da plötzlich so drin gesehen. Ich habe festgestellt, dass meine Sinnesorgane alle ja einfach angefüllt sind mit wirklich falschen Wahrnehmungen und sofort zu den falschen Wahrnehmungen dann auch noch ein Kommentar dazu kommt. Ich habe halt nichts stehen lassen können. Naja, und der Leidensweg geht dann auf. So, jetzt kommt der erste Kontakt zu irgendwas, die Sinnesorgane sehen was, es kommt ein Kontakt, nimmt Kontakt auf, gleich kommt ein wertendes Gefühl hinten nach. Ihr kennt es.
Das ist ganz normal so. Das werdende Gefühl lässt das Herz hochschlagen und jetzt möchte man es festhalten und gern. Ja, schöne Frau wird also einen Mann alles gern, wo also dann das Begehren da ist, nachdem er da tanzt. Jetzt muss man langsam hingreifen, das kann man gar nicht mehr aushalten vor lauter Begehren. Also agieren wir sehr manipulativ und greifen. Aus dem Greifen wird ein Werden, das heißt im Bauch wächst ein Baby. Immer wenn wir greifen, wird Werden draus. Und wenn wir greifen, dann hat es oft große Schwierigkeiten, wo es dahin geht. Das mit dem Baby ist ja schön, mit dem Werden als Bild. Aber dann kommen wir mit dem Baby zur Geburt und nachdem wir, die ein bisschen weiter schon sind, wissen, dass wir ja versuchen, den Gedanken von Geburt und Tod zu überwinden. Naja, aus Werden wird Geburt und aus der Geburt wird dann der Tod. Und wenn wir das so stehen lassen, ist die Unwissenheit und wir fahren den Kreis gleich wieder. Und wie ich damals ja dargestellt habe, kann man den Kreis auch durchbrechen an jeder einzelnen Stelle und ich habe mir immer wieder die Stellen rausgesucht. Wo kann ich diesen Kreis, der mein Leben ist, nur meins. Das habe ich nämlich in 2006 noch nicht kapiert, dass das mit mir zu tun hat. Wo kann ich den durchbrechen? Wo ist es? Und da war für mich gerade am Anfang in erster Linie diese Punkte, wo es hier geht, Sinnesorgane, Kontakt, Gefühl, Begehr greifen, dass ich das einfach ersetzen muss, Wertungen rauslassen, Liebe und Mitgefühl wachsen lassen, einfach mal Dinge stehen lassen. Nicht das, es ist ja schön, wenn ein schönes Gefühl dasteht, aber das muss ja nicht unbedingt aus dem Gefühl dann gleich sagen, das muss ich jetzt für mich haben, sondern dann nochmal sagen, das lasse ich jetzt mal stehen. Ich lasse in stiller Freude die Sachen stehen, wie sie sind, und lasse sie sich selbst entwickeln und greife nicht gleich manipulativ ein. Und habe so langsam im Zusammenhang auch mit dem Wissen des Gewachsenen über Leiden kennengelernt, dass es Mitgefühl, Bedingungsloses gibt, wofür ich nichts kriegen muss. Ich dachte immer, wenn man was tut, dann muss man was dafür kriegen. Habe ich bei meiner Frau nie verstanden. Die hat das immer gemacht. Die hat immer alles weggeben. Ich habe gesagt, du spinnst, du kannst ja nicht alles weggeben. Was kriegst du denn dafür? Das war mir unverständlich. Heute kann ich das auch. Und dann wächst Freude raus und was dann auch wichtig ist, diese Ruhe zu finden. Immer wieder diese innere Ruhe. Auch Stopp sagen, Gleichmut, dieses Ausgeglichensein in den Situationen. Und da konnte ich mich langsam rausziehen. Und dann habe ich als zweites dann oben versucht zu durchbrechen, nachdem ich ja viel gelesen habe über diese buddhistische Psychologie, dass ich gesagt habe, ich schaue jetzt mal, dass ich mit meinem Bewusstsein arbeiten kann. Dass ich einfach arbeiten kann mit meinem Speicherbewusstsein, mit meinem Tagesbewusstsein, mit meinem Denkbewusstsein. Und da habe ich euch da auch mal in einem Vortrag schön dieses Mandala mit diesen 5 Archibuddhas aufgezeichnet, die eben stehen für die Weisheit des großen Spiegels, in dem Fall Speicherbewusstsein, das völlig ausgeglichen ist. In der Weisheit des Erkennens, das ist das Tagesbewusstsein. In der Weisheit der Gleichheit, das ist unser Denkbewusstsein, dass man nicht nur meinen, mir sind mir und dann kommt lang nichts, sondern wir haben keinen Selbst. Und dann diese vergleichende Weisheit über diese Sinnesorgane. Und das hat mir dann auch weiter sehr, sehr geholfen. Und ganz plötzlich hat sich darauf aufgebaut, und das ist recht neu, ich bin ja Beginner, ich brauche nicht meinen, dass ich es geschafft habe. Geschafft habe ich es noch nicht, aber ich habe jetzt eine Erfahrung gemacht. Ich habe eine Erfahrung gemacht, weil ich gemerkt habe, jetzt entwickelt sich plötzlich neues Tun. Neues Tun in meinem Arbeitsumfeld, neues Tun in der Familie. Und Thay Phat Anh hat kürzlich mal gesagt, erst wenn man etwas tut, hat man es wirklich verstanden. Das habe ich anderen Leuten erzählt, weil mir das sehr beeindruckt hat und ich konnte es nachvollziehen. Da bin ich auf großes Unverständnis gestoßen. Was soll denn das heißen? Erst wenn man etwas tut, hat man es verstanden. Verstehen. Erst wenn ich was tue, dann habe ich es wirklich mit dem Herzen verstanden. Solange ich das nicht umsetze, und dann ist es oben im Geist geblieben. Und das ist der Unterschied zwischen Geist und Herz. Wenn dieses Verstehen ins Herz abgesunken ist, dann setze ich es auch um, ganz automatisch, weil ich dann einfach ein Gefühl dafür habe, was da los ist.
Und solange das im Geist ist, ist es geistgesteuert, durch dieses Leben, tue ich es jetzt so oder tue ich es nicht so? Ist das jetzt sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll? Ich wäge dann immer noch ab. Sobald es da unten gelandet ist, wirklich, dann läuft es von selber. Und das ist der ganz große Unterschied. Ich habe ganz plötzlich gemerkt, dass wenn was von außen kommt, mehr Ruhe auftaucht. Dass ich mehr so am Baum gleich, da gibt es ja auch dieses schöne Bild, dass wir also uns zentrieren sollen, einfach auch mit uns reinkommen sollen zu den Wurzeln und zum Stamm, weil der Sturm oben in den Zweigen weht. Und mein Gott, früher war ich nur in den Zweigen und gar nicht da unten. Und da haben wir schon gedacht, der wird schon unten nicht umkippen. Und jetzt habe ich gemerkt, Mensch, ich komme immer mehr in den Stamm, ich komme ganz unten, da wo sich der Baum gar nicht bewegt, auch wenn der Orkan ist, und lass da oben die Zweige umeinander tanzen wie sonst was. Vielleicht bricht da oben auch einer, aber es tut nicht so weh. Nur wenn ich da oben im Zweig bin, dann tut's richtig weh. Bin also ruhiger geworden. Weniger Verzweiflung. Wut und Ärger haben nachlassen, Hass eigentlich gar nicht mehr. Also wenn ich jetzt wirklich, wenn sowas hochkommt wie Hass, dann fühle ich mich ein paar Tage richtig schlecht. Und dann ist es noch nicht mal ausgeprägter Hass gewesen, was ich früher kannte. Aber alleine, dass es so ein Gefühl kommt, Mensch, dem möchte ich zeigen, ah, das ich. Nee, dann geht's mir ein paar Tage inzwischen richtig schlecht. Auch wenn mir was wirklich Böses angetan wurde. Und davon hatte ich gerade im letzten halben Jahr gute Erfahrung, wo mir zum Teil wirklich böse Sachen angetan worden sind, wo Sachen passiert sind, wo ich wusste, den hätte ich am liebsten umgebracht, der hätte einen Schlägertrupp hingeschickt, das hätte und sonst irgendwas. In Lenggries macht man sowas, da zeigt man schnell ein Messer und fängt's rauf an. Wo alleine schon die Idee, dass ich da sag, dass da sowas Altes so hochkam, so wirklich Hass, das hat mir fertig gemacht. Das habe ich dann auch ganz schnell habe ich das wegbringen können. Das hat keine Chance zum Leben. Da konnte ich tatsächlich wirklich umarmen. Ja, und da ist halt Folgendes passiert in der Zeit. Ich habe erst diese Weisheit gehört. Es ist, wie es ist. Und im Laufe der Zeit des Verstehens wurde sowas auch zu einem Glaubenssatz. Und wir haben Glaubenssätze, die sind positiv, wir können aber auch Glaubenssätze haben, das weiß man auch aus der Psychologie, die können sehr negativ sein. Glaubenssätze sind in irgendeiner Art und Weise immer manipulativ. Das kommt über Erziehung. Es gibt viele Glaubenssätze, die zu Hause von den Eltern kommen. Viele davon sind sehr positiv, gibt aber auch andere. Der Glaubenssatz ist sehr viel mehr wie Weisheit. Das kann jeder nachvollziehen. Das wisst ihr. Deshalb ist es ja auch so hart, einen alten Glaubenssatz, der nicht mehr aktuell ist, rauszubringen. Eine Weisheit, von der ich feststelle, sie ist nicht, die ist gleich weg. Ein Glaubenssatz, der ist nicht so schnell weg. Also es ist, wie es ist, wurde Glaubenssatz. Und inzwischen bin ich an den Punkt gekommen, dass sich aus vielen Glaubenssätzen da dann eine innere Haltung rausentwickelt hat. Und das ist nochmal eine andere Qualität wie ein Glaubenssatz. Weil die innere Haltung lebe ich. Den Glaubenssatz sage ich nur nach, den erzähle ich nur. Die innere Haltung lebe ich. Und da ist der Unterschied. Und in dem Augenblick, wo ich es lebe, merke ich ja dann auch, ob das gut tut oder nicht gut tut. Und jetzt möchte ich euch so ein paar innere Weisheiten, die mich so auf dem Weg da begleitet haben. Natürlich, das erste ist Eiwei. Es ist, wie es ist. Und für mich ist der Satz dazu gekommen, und es ist gut so. Den habe ich nicht in der Weisheit gehört, das ist ganz neu. Es hat sich tiefes Vertrauen ins Universum bei mir inzwischen eingestellt. Egal was kommt, es ist, wie es ist. Und es ist gut so, das ist immer drauf. Und wenn ich hinterfrage, warum ist es denn gut so, ich finde es eigentlich doch nicht gut, dann sage ich, dann kapierst du es wahrscheinlich nicht. Und ich lasse es stehen. Ich habe wirklich tiefes Vertrauen in das Universum, dass die Dinge so halt sein müssen. Es ist gut so. Ich kann es sowieso nicht ändern. Im österreichischen Radio habe ich das letzte Mal gehört, das war über die Pfingstfeiertag, wo es alle nach Süden gefahren sind. Und einer war auf dem Weg zur Arbeit. Und da ist er interviewt worden und in einem sehr behäbigen österreichischen Dialekt hat er also gesagt, dass er also ein Hotelportier sei. Ja, und ob das jetzt so für ihn schlimm ist, wenn er jetzt an den Pfingsttagen, wo das Wetter so schön ist, jetzt drei Tage zum Arbeiten gehen muss, hat er gesagt, naja,
Wenn ich keine Freiheit habe, muss ich arbeiten, und wenn ich Freiheit habe, muss ich auch arbeiten. Also habe ich lieber Freiheit, wenn ich arbeite, als dass ich keine Freiheit habe. Da wusste ich jetzt nicht, ist es eine Weisheit, ist es ein Glaubenssatz oder ist es eine innere Haltung. Das war aus dem Radio sicherlich nicht rauszuspüren. Wenn es eine innere Haltung ist, ist der Mensch ein glücklicher Mensch. Ja? Also, es ist wie es ist, der muss arbeiten und es ist gut so. Und dann ist gleich was anderes, dann habe ich akzeptiert. Nichts geht verloren, nichts kommt hinzu. Das heißt, es ist ein holistisches System, das habe ich inzwischen gut verstanden. Und deshalb muss ich die Fähigkeit haben, loszulassen. Weil das funktioniert nur in meinem Kopf, funktioniert das. Das ganze Ding, es geht wirklich nicht verloren. Ich habe es erlebt, es geht wirklich nichts verloren. Auch wenn du meinst, es ist schon weg, plötzlich kommt es wieder zurück. Aber du musst erst mal schaffen, loszulassen. Solange du festhältst, will es dauernd davon. Meine Kinder, solange ich festgehalten habe, da waren die immer den Trend. Und jetzt plötzlich, wo jetzt ich gar nichts mehr, wo ich sage, das ist jetzt alles okay, macht's was ihr wollt, jetzt pappen sie da. Wunderbar, herrlich. Ein schöner Spruch von Byron Katie, den habe ich ja schon mal vorgelesen. Ist es wahr, was ich denke? Kann ich absolut sicher sein, dass es wahr ist, was ich denke? Wie reagiere ich, wenn ich so denke? Und wie geht es mir, wenn ich den Gedanken nicht denken könnte? Teil sagt es ähnlich, prüfe, prüfe und prüfe nochmal. Mir gefällt es unheimlich gut mit dem Denken und vor allem die Nachsätze, wie reagiere ich, wenn es da ist? Und was wäre, wenn ich jetzt das nicht machen würde? Wahnsinnig tröstend. Du kannst Stresssituationen toll überwinden. Du, glaube ich, hast auch mit dem mal gepraktiziert. Du kennst das gut. Da kommt Friede und Harmonie auf. Das sind plötzlich Qualitäten, die da reingekommen sind, über diese inneren Haltungen, die ich wirklich lebe. Das ist toll. Und natürlich, Glück gibt's nur im Hier und Jetzt. Das sagt uns Teil permanent. Wir müssen ankommen im Augenblick. Da ist es. Und ich spüre inzwischen so genau, wenn ich anfange zu denken in Zukunft. Jetzt bin ich froh, ich bin wohl noch nicht 66, ich habe noch einen Betrieb gehabt. Also ich muss mich auch noch ein bisschen um die Sicherheit meiner Angestellten kümmern und auch um mein persönliches finanzielles Auskommen. Und beide Kinder studieren ja auch noch. Aber ich versuche inzwischen auch zu vermeiden, irgendwelche Konzepte, nachdem das ja auch jetzt dann schon langsam gegen Ende geht, sehe das jetzt recht gesichert. Weil ich spüre, sobald ich anfange, an die Zukunft zu denken und zu überlegen, wie ist denn das, wenn, dann ist viel von der Freude weg. Dann kommen Sorgen, machst du es richtig, wie ist es? Ich habe jetzt Kündigungen in meiner Praxis gehabt und Schwangerschaften. Und das habe ich plötzlich jetzt gesagt, okay, es ist gut so. Und wenn ihr dann in der Frage, ja, ist jetzt die Entscheidung richtig, oder dann meine Angestellten fragen, ja, was meinen Sie, ob das in einem Jahr, was ist denn da? Dann kriegen die inzwischen als Antwort, das ist mir gleich. Ich kann jetzt nur die Entscheidung, heute habe ich damit ein gutes Gefühl, weil ich merke, wenn ich da mich hineingrüble, dann habe ich ein schlechtes Gefühl im Bauch. So, abschließend möchte ich euch jetzt noch eine Geschichte vorlesen. Tai hat zu mir mal gesagt, Christian, der Dharma-Vortrag, den ich heute früh gehalten habe, den habe ich ganz speziell für dich gehalten. Dann habe ich gelächelt. Und habe ihm gesagt, da waren jetzt eigentlich ganz viele und fast alle Dharma-Vorträge, die du speziell für mich gehalten hast und auch für alle anderen. Dann hat er gelächelt. Aber hier in dem Buch, ich pflanze ein Lächeln, hat er einen Artikel geschrieben, den hat er ganz speziell für mich geschrieben und auch für alle anderen. Ich kenne das sehr lang, ich habe euch gesagt, das war eines meiner ersten Bücher, eine wunderschöne Geschichte, die ich auch immer wieder gelesen habe. Ja, da möchte ich dir, Robert, ganz besonderen Dank sagen, weil vor etlichen Wochen, wie es mir sehr, sehr schlecht gegangen ist, hast du diese Geschichte bei dir in der Meditationsgruppe vorgelesen. Und jetzt hören wir die drei Klänge der Glocke und hören uns an, wie Tai mein Leben schildert. Und euers. Der Fluss. Eins suchte ein schöner Fluss seinen Weg durch die Hügel, Wälder und Wiesen. Er begann als fröhlicher Wasserstrahl, als Quelle,
die tanzend und singend den Berg hinablief. Damals war er sehr jung, und als er das Flachland erreichte, verlangsamte sich sein Lauf. Er dachte daran, zum Ozean zu reisen. Als er größer wurde, lernte er, schön zu sein und wand sich anmutig durch die Hügel und Wiesen. Eines Tages bemerkte er die Wolken in sich selbst. Wolken in allen möglichen Farben und Formen. Damals machte er nichts, als Wolken nachzujagen. Er wollte eine Wolke besitzen, sie für sich haben. Doch die Wolken schweben und ziehen über den Himmel und verändern ständig ihre Form. Manchmal sehen sie wie ein Mantel aus, dann wieder wie ein Pferd. Der Fluss litt stark, weil sich in den Wolken die Natur und Unbeständigkeit so deutlich zeigte. Vergnügt und fröhlich war er nur noch, wenn er den Wolken nachjagte, einer nach der anderen, und so ergriffen Verzweiflung, Wut und Hass von seinem Leben Besitz. Dann kam einmal ein starker Wind und blies alle Wolken vom Himmel fort. Der Himmel wurde völlig leer. Unser Fluss dachte sich, das Leben sei nicht mehr lebenswert, weil es keine Wolken mehr gab, denen er nachjagen konnte. Er wollte sterben. Wieso soll ich noch leben, wenn es keine Wolken mehr gibt? Aber wie kann sich ein Fluss das Leben nehmen? In jener Nacht hatte der Fluss Gelegenheit, zum ersten Mal zu sich selbst zurückzukehren. Er war so lang etwas nachgelaufen, dass ich außerhalb von ihm befand, dass ich sich selbst nie gesehen hatte. Nach jener Nacht hatte er zum ersten Mal Gelegenheit, das eigene Rufen zu hören, die Geräusche des Wassers, das gegen die Ufer schlug. Und weil er seiner Stimme zuhören konnte, entdeckte er etwas sehr Wesentliches. Er erkannte, dass das, wonach er Ausschau hielt, schon in ihm war. Er fand heraus, dass Wolken nichts als Wasser sind. Wolken werden vom Wasser geboren und kehren zu ihm zurück. Und der Fluss sah, dass auch er aus Wasser ist. Als die Sonne am nächsten Morgen am Himmel stand, entdeckte der Fluss etwas Schönes. Er sah zum ersten Mal den blauen Himmel. Er hatte ihn noch nie bemerkt. Er hatte sich bloß für Wolken interessiert und ihm war der Himmel entgangen. Die Heimat aller Wolken. Wolken sind unbeständig, doch der Himmel bleibt sich gleich. Er begriff, dass der unermessliche Himmel von Anbeginn in seinem Herzen gewesen war. Diese tiefe Einsicht brachte ihm Frieden und Glück. Der Fluss sah den weiten, wundervollen Himmel und wusste, dass ihm Frieden und Beständigkeit nie verloren gehen würden. Am Nachmittag kehrten die Wolken zurück. Doch diesmal wollte der Fluss nicht eine einzige besitzen. Er konnte die Schönheit jeder Wolke sehen und sie alle willkommen heißen. Wenn eine Wolke vorüberzog, grüßte er sie oder ihn aus vollem, gütigen Herzen. Wenn die Wolke wieder weiter wollte, winkte er ihr oder ihm glücklich aus vollem, gütigen Herzen nach. Er erkannte, dass alle Wolken er selbst sind. Er musste sich nicht für Wolken oder sich selbst entscheiden. Zwischen ihm und den Wolken waren Frieden und Harmonie. An jenem Abend geschah etwas Wunderbares. Als der Fluss sein Herz vollkommen dem Abendhimmel öffnete, empfing er das Bild des Vollmondes. Schön, rund, wie ein Juwel in seinem Inneren. Er hatte nie gedacht, dass er ein so schönes Bild empfangen könne. Es gibt ein wunderschönes chinesisches Gedicht. Der neue und schöne Mond zieht über den äußerst leeren Himmel. Wenn die Geistflüsse der Lebewesen frei sind, wird sich das Bild des schönen Mondes in jedem von uns spiegeln. So sah der Fluss in diesem Augenblick. Er empfing das Bild des schönen Mondes im Herzen, und Wasser, Wolken und Mond nahmen sich in den Händen und übten die Meditation im Gehen langsam, langsam zum Ozean hin. Es gibt nichts, dem nachzujagen wäre. Wir können zu uns selbst zurückkehren, unseren Atem genießen
unser Lächeln, uns selbst und unsere schöne Umgebung. An der Schwelle zum 21. Jahrhundert, das Buch ist vor Millennium geschrieben, das Wort Politik wird heutzutage viel verwendet. Es scheint für fast alles eine Politik zu geben. Ich habe gehört, dass die sogenannten entwickelten Länder über eine Müllpolitik nachdenken, bei der ihr Abfall mit Riesenbooten in die dritte Welt geschafft werden soll. Ich denke, wir brauchen eine Politik, die sich mit unserem Leiden befasst. Wir wollen keine Rechtfertigung für das Leiden finden, sondern die Möglichkeit, wie wir Gebrauch von unserem Leiden machen können, zu unserem Besten, zum Besten der anderen. Das 20. Jahrhundert hat so viel Leiden gesehen, zwei Weltkriege, Konzentrationslager in Europa, die Todesfälle in Kambodscha, Flüchtlinge aus Vietnam, aus Mittelamerika und anderswo, die ihre Länder verlassen und nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Wir müssen eine Politik für diese Art von Müll formulieren. Wir müssen das Leiden des 20. Jahrhunderts als Kompost benutzen, damit wir gemeinsam Blumen für das 21. ziehen können.